Wahlreferat wird Sie gleich auch von der Stadtspitzenseite begrüßen. Ich darf als erstes als Kommunalreferent und damit für Immobilien und Betriebe Verantwortlicher meine Freude darüber ausdrücken, dass es wieder gelungen ist in unserer guten Organisation, dass bei einer wichtigen Veranstaltung das Wetter gut ist, nämlich die Sonne scheint und deswegen auch ein leibhaftiger Minister uns beehrt. Herzlich willkommen, Herr Staatsminister. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir wissen, dass Sie ein guter Freund des Viktualienmarktes sind. Und alle, die wir hier herumstehen, sind irgendwie Freundinnen und Freunde der Metzgerzeile, der Händlerinnen und Händler und am Ende des Viktualienmarktes. 700 Jahre Metzgerzeile zu feiern, ist schon ein Mordsding. Da können gar nicht so viele andere städtische Betriebe mithalten oder Ereignisse mithalten. 700 Jahre muss man feiern und wir tun das auch gerne und erinnern in diesem Zusammenhang an die Zeit, als die Metzger vom damaligen Marienplatz, der damals nämlich Marktplatz war, vertrieben worden sind vor die Stadtmauern. Das muss man sich mal vorstellen, dass da vorne des Petersberger die Stadtmauer gewesen ist. Das hatte einen großen Vorteil. Die Metzger haben nämlich damit gleich ihre Abwassersituation geregelt gehabt, weil da einfach der Stadtbach vorbeigeflossen ist. Der Max von Pettenkofer ist dann später darauf gekommen, dass das gar nicht so günstig war, dass unter anderem Cholera und auch andere Bakterien da genährt wurden und deswegen Krankheiten und Seuchen unterstützt wurden. Das war dann wiederum die Geburtsstunde der Münchner Stadtentwässerung. Also Sie sehen, in München hängt alles mit allem zusammen und deswegen macht es auch so Spaß, in der Stadt München zu arbeiten und Verantwortung zu tragen und insbesondere für den schönsten Platz, den wir in München haben, nämlich den Platz um und auf dem Viktualienmarkt, Verantwortung zu tragen und hier zu sein. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Schmidt, wie vereinbart, Sie haben das Wort. Bürgermeister, zweiter Bürgermeister von München. Ja, vielen Dank, Herr Marquardt, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Der Viktualienmarkt ist etwas ganz Besonderes. Und zu ihm gehört die Metzgerzeile und deswegen ist die Metzgerzeile auch etwas ganz Besonderes. Einmal für mich persönlich, aber auch ganz allgemein. Allgemein natürlich, weil der Markt eines der Wahrzeichen der Stadt ist. Ein touristischer Anziehungspunkt, sondersgleichen. Das darf ich auch sagen in meiner weiteren Funktion als Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, wo ich auch für den Tourismus zuständig bin. Es ist eine Perle. Deswegen liegt uns natürlich ganz besonders viel daran, dass wir den Markt gedeihlich weiterentwickeln. Es gab ja auch mal Zeiten, da waren die Schlagzeilen sehr groß, über die Frage, wie der Markt zeitgemäß hergerichtet werden kann. Es gibt natürlich Vorschriften, die heutzutage zu beachten sind, die teilweise von der Europäischen Union kommen oder größtenteils von der Europäischen Union kommen. Und es gibt natürlich auch unsere Marktkaufleute, unsere Markthändler, die hier sind, die wir natürlich auch zu berücksichtigen haben, was auch deren Interessenlage anbelangt. Letztendlich ist beides wichtig dafür, dass wir einen schönen Markt für die Münchner haben, aber auch für die vielen Gäste aus der Welt. Meine ganz persönliche Bezug, deswegen gesagt, ist die Metzgerzeile für mich auch wichtig. Das ist der, dass ich ja selber aus einer Metzgerei stamme und seit meines Lebens in der Metzgerei mitarbeiten durfte. Mit dem Tragelwaschen habe ich angefangen und mit dem Hornerfieseln. Und in meiner Spitzenzeit habe ich dann einmal dazu gebracht, dass ich neben meinem Vater, einem gestandenen Metzgermeister, auch einmal einen Leberkäse mitmachen durfte. Da bin ich natürlich weit entfernt von Obermeister Andi Gassner, gell, und vom Handwerkskammerpräsidenten Schlagbauer, die beide gestandene Metzgermeister sind. Ich habe sie nicht einmal zum Zählbrief gebracht, sondern einfach nur mitarbeiten dürfen. Aber trotzdem, Herr Minister, Brunner, war es eine lehrreiche und schöne Zeit und die Verbindung besteht einfach nach wie vor. Deswegen ist es für mich auch ein ganz persönlich ein emotionales Thema und deswegen freue ich mich, dass wir 700 Jahre Metzgerzeile neuer feiern können. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Herr Minister, Sie sind dran. Vielen Dank, Herr Marquardt, Herr Bürgermeister, Herr Präsident, Herr Innungschef, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. 700 Jahre, das ist in der Tat ein eindrucksvolles Jubiläum. Das wollen wir auch entsprechend feiern, nicht nur heute. 700 Jahre Metzgerzeile heißt das ganze Jahr über, was ich so mitbekommen habe. Interessante Angebote und Veranstaltungen von einem Straßenfest mit Wurstspezialitäten bis zu Fondue-Vorschlägen im Herbst. Darüber hinaus immer wieder weist man auf die Handwerkskunst hin. Ich freue mich, dass ich als Ernährungsminister sozusagen heute mit dabei sein kann. Mich verbindet sehr viel zu Ihrem Handwerk, zum einen die räumliche Nähe, aber auch die inhaltliche. Ich
bin ja nur einen Katzensprung weg, Ludwigstraße 2 hierher, aber ich freue mich, dass Sie auch zusammen mit unseren vielen bäuerlichen Betrieben seit Jahrhunderten eine enge Zusammenarbeit pflegen, also großen Wert auf beste Rohstoffqualität legen und dann sind Sie eben in der Lage zu veredeln, zu verbessern, die Qualität hochzuhalten. Und ich meine, es ist unser aller Anliegen, dass wir auch den Unterschied zur industriellen Produktion herausstellen. Das heißt, die Nähe, die Frische, die kurzen Transportwege, die hohe Qualität und die besondere Handwerkskunst muss immer wieder deutlich gemacht werden. Das ist auch ein Vorteil, ein Mehrwert für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich glaube, die Metzgerinnen und Metzger waren über viele Jahrhunderte hinweg durchaus in der Lage, sich den Verbraucherwünschen anzupassen, ihre Qualität weiterzuentwickeln und diese Vielfalt, die gerade hier auf dem Viktualienmarkt zum Ausdruck kommt, ist also schon beeindruckend. Und die Metzger scheinen sich in der Tat nicht als Konkurrenten zu interpretieren, sondern mehr als Partner zu definieren, die gemeinsam dann ein umfangreiches Angebot ermöglichen und einen wichtigen Beitrag auch zur Attraktivität dieses Viktualienmarktes eben beitragen. Ich könnte mir auch eine Interpretation so vorstellen, Herr Oberbürgermeister, dass der Viktualienmarkt die gute Stufe von München für Einheimische und Gäste gleichermaßen begehrt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, da hat man zumindest vorübergehend den Eindruck, der Faktor Zeit ist nicht das Wichtigste am Tage. Die vielen Angebote, man kann sich mit dem Alltäglichen versorgen, aber wenn man die nötige Zeit mitbringt, hat man die Möglichkeit auch mit Muße zu genießen und vielleicht die Produkte gerade auch hier am Viktualienmarkt gleich zu probieren. Ich denke, der Viktualienmarkt, der wird zeitlos bleiben, weil er bewiesen hat, dass er für alle Generationen was Besonderes darstellt und eben gerade für München was Typisches ist. Und in diesem Sinne wünsche ich mir weiterhin eine gute Zusammenarbeit zwischen den Urproduzenten und den Veredlern, zwischen den Landwirten und den Metzgern und den Verbrauchern. Denn ohne unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger könnten wir die Wertschöpfung nicht erhöhen und das wollen wir gemeinsam, um die Marke Bayern auch entsprechend zum Ausdruck zu bringen. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Schön gesprochen und vor allen Dingen wahr. Und jetzt werden natürlich diejenigen, die den Anlass uns heute geben, nämlich der Geburtstag der Metzgerzeile gefragt. Der Präsident der Handwerkskammer, Herr Schlagbauer, Sie zuerst oder wollen Sie den Obermeister einen Vortritt lassen? Das kartet jetzt hier miteinander aus. Lass mich mal hinhören, Herr Minister. Also von mir auch ein herzliches Grüß Gott. Nachdem jetzt schon so viel geredet worden ist, werde ich euch jetzt nicht überstrapazieren. Wir sind natürlich als Metzgerinnung mal stolz drauf, dass uns die Stadt die Möglichkeit gibt, so ein bedeutendes Fest zu feiern. 700 Jahre Marktplätze gibt es auf der ganzen Welt. Und da treffen immer die Leute zusammen. Und da wird geratscht, da wird geredet miteinander, da wird sich versorgt. Und da tauscht man sich aus. Und wenn ihr hier umschaut und diese Atmosphäre mitnimmt und man schaut, dass jeder was zum Essen oder was zum Trinken in der Hand hat, dann weiß man, dass wir hier in München eigentlich mit den schönsten Marktplatz haben, den es gibt. Und dass mit dieser Kulinarik und mit dieser Vielfalt auch München somit mit seinem Viktualienmarkt nicht nur ein Sprachrohr ist, sondern auch völkerverständigend. Und deswegen freut es uns, dass wir jetzt das Jahr des Metzgers haben, die 700-Jahr-Feier, und dass uns die Möglichkeit gegeben wird, dass wir uns dreimal sauber präsentieren dürfen. Danke. Super, danke schön, Herr Gassner. Und der Präsident der Handwerkskammer. Auch von mir abschließend natürlich ein herzliches Willkommen. Ich bin ja einer derer, die hier voll drin am Puls der Zeit sind. Ich habe ja eines der Geschäfte hier und da erlebt, das kommt einem völlig alltäglich vor, wenn man hier dann drin ist und einfach die Kunden mitbedient und da stellt man dann erst fest, was für ein Juwel wir hier haben. Wenn man mit anderen Metzgern zusammenkommt, die sich sagen, Mensch, was habt ihr denn da, wie könnt ihr denn da alle miteinander auskommen, das ist das, was der Minister gesagt hat, das ist eine Partnerschaft und die Zeit muss man sich auch nehmen, wirklich mal an jeder Metzgerei vorbeizugehen, reinzuschauen, da hat jeder seine Spezialitäten, da hat sich jeder
auf bestimmte Produkte spezialisiert und somit hat auch jeder seine Kunden hier. Wir haben ja sehr, sehr viele Stammkunden, das glaubt man immer nicht, aber es ist so, der Viktualienmarkt lebt davon und das ist das Besondere hier. Sie finden hier Dinge, die Sie vielleicht bei manchen Metzgereien gar nicht mehr so finden. Wir haben unheimlich viele Hobbyköche jetzt da, die sich dann von uns beraten lassen und das gehört bei uns alles dazu. Nicht nur gute Qualität, natürlich alles aus der Region, sehr stark verwurzelt, sondern eben auch der zünftige Ratsch mit dabei, die Empfehlungen zum Kochen und das kann ich mir ja hier gleich alles holen. Und somit sind wir quasi das kulinarische Eingangstor zum Viktualienmarkt und das macht unheimlich Spaß hier und ich glaube, das spürt man auch, wenn man hier am Anfang reingeht und dafür können Sie sich dann nachher im Vorbeigehen auch noch überzeugen. Ja, vielen Dank, Herr Schlagbauer. Herr Schlagbauer hat gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Partnerschaft. Ein Partner fast jeden guten Essens mit Fleisch und Wurstwaren ist der dazugehörige Senf. Zu dieser Partnerschaft haben wir heute sozusagen einen leibhaftigen Vertreter, den Herrn Hartl da von der Münchner Kindersenf. Herr Hartl, Sie haben das Wort. Ich möchte Sie auch erstmal herzlich begrüßen, muss aber dazu sagen, Münchner Kindersenf ist am Viktualienmarkt geboren. Meine Vorfahren haben vor 100 Jahren in der Metzgerzeile zwei Metzgereien betrieben, Metzgerei Meier und Stritter. Und dort wurde auch der Münchner Kindersenf geboren. Wir machen seit annähernd 30 Jahren Münchner Kindersenf jetzt in Bio-Qualität und mit regionalen Rohstoffen. Und besonders stolz bin ich drauf, dass ich den Lebenstraum meines Vaters erfüllen konnte, wieder zurück am Viktualienmarkt und wir haben einen Senfstand auch am Markt. Mein Vater konnte das noch erleben und das freut mich wirklich ganz besonders. Ja, vielen Dank und nachdem sich jetzt alle so kurz gehalten haben, richtig vereinbarungsgemäß kurz gehalten haben, kann ich Ihnen jetzt noch eine Besonderheit liefern. Wir haben nämlich in der Metzgerzeile auch noch ein Geschäft, die eigentlich mit Fleisch und Wurstwaren und mit Metzgerei gar nichts zu tun haben. Das ist nämlich der Holzladen. Die Frau Strobel und der Herr Fackler, wenn ich das richtig weiß. Und jetzt dürfen Sie auch noch einen Satz dazu sagen. Zum Beispiel, warum Sie überhaupt ein Bleiberecht hier bei den Metzgern haben. Kann man ja drüber nachdenken, warum das eigentlich so ist. Ja, nach 140 Jahren sind wir natürlich irgendwo der am längsten jetzt momentan agiert die Firma in dem Gebäude drin. Schön, danke. Und irgendwo muss natürlich das Fleisch halt drauf, da gehört das Holzbrettel dazu und das Ganze, was rundherum ist, das machen wir seit dieser Zeit dafür. Und gern natürlich an diesem Platz oder an diesem Standort, der uns recht gut gefällt. Schön, vielen Dank. So, jetzt wäre, wie sich das gehört bei jedem Pressetermin, die Sekunde, die Minute gekommen, wo Sie noch Fragen an alle Beteiligten stellen können. Sie haben eine Pressemappe von uns bekommen, da steht, glaube ich, fast alles drin, was wichtig ist. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann übernimmt jetzt die Regie, die Pressesprecherin des Kommunalreferats, die Frau Jörg. Wo ist sie denn? Frau Jörg? Jetzt übernimmst du die Regie, weil jetzt machen wir einen Spaziergang, stimmt's? Nee, wir machen bitte erstes Foto. Gut.